Cookie-Banner einrichten. Wofür brauche ich einen Cookie? Was soll der mir bringen? Wie richte ich ihn ein? Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDo. Wofür brauche ich den Cookie? Was ist ein Cookie überhaupt? Ein Cookie ist eine Schnittstelle zwischen deinen Tracking-Applikationen und deiner Webseite. Damit bestätigt dein Webseitenbesucher, dass seine Daten ermittelt und an externe Analyseplattformen weitergegeben werden. Was soll der mir bringen? Laut der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist es strafbar, einen Tracking-Code einzusetzen, ohne dass der Webseitenbesucher aktiv dazu eingewilligt hat. Du bist also dazu verpflichtet, einen Cookie-Banner auf deiner Webseite einzusetzen, wenn du das Verhalten deiner Webseitenbesucher verstehen und analysieren möchtest. Wie richte ich den Cookie-Banner ein? Es gibt verschiedene Tracking-Methoden. Ich zeige dir nun die zwei wichtigsten. Erstens Google Analytics, zweitens Facebook Pixel. Beginnen wir also nun mit der Einrichtung von Google Analytics. Ich möchte dir nun einmal kurz zeigen, wie du deinen Analytics-Code auf deiner Webseite einrichtest. Und zwar gibt es verschiedene Varianten, je nachdem, was du für eine Webseite benutzt. Wenn du zum Beispiel jetzt mit Jimdo arbeitest oder mit Wix, brauchst du einfach nur den kurzen Tracking-Code. Du gehst dazu einfach auf Google Analytics, gehst hier unten auf Verwaltung und kommst dann zu dieser Maske. Danach gehst du einfach auf Tracking-Informationen, Tracking-Code. Und du erhältst hier, wenn du jetzt Jimdo verwendest, reicht dieser kurze Tracking-Code, den du dann einfach bei Jimdo einfügst. Wenn du WordPress verwendest, dann brauchst du diesen gesamten Code, den du einfach kopieren musst. Dieser Code darf allerdings natürlich erst freigegeben werden, wenn der Benutzer über den Cookie-Banner dazu eingewilligt hat. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Auf meiner Webseite nutze ich dazu das GDPR-Plugin. Das Plugin ist kostenlos und kann einfach über das Plugins-Menü installiert werden. Wenn ich meine Webseite das allererste Mal öffne, erscheint hier oben dieser Cookie-Banner. Diesen Text kannst du selber einstellen, wo du die Leute zu deinen Einstellungen weiterleiten kannst, wo sie selber manuell die Einstellungen vornehmen können. In der Regel, wenn sie auf den Zustimm-Button klicken oder Bestätigt-Button, den Text kannst du selber variieren, dann wird automatisch der Google Analytics Tracking-Code aktiviert. Du kannst auch, wenn du unter Einstellungen gehst, kommst du auf das Menü und kannst selber bestimmen als Benutzer, was du unbedingt freischaltest und was nicht. Du kannst hier entweder alle automatisch aktivieren oder kannst hier die Cookies, sind jetzt zurzeit deaktiviert, wieder aktivieren. Du kannst je nachdem, wie viel Cookies du einrichten möchtest, kannst du darüber aktivieren. Im Hintergrund auf deiner Webseite auf WordPress sieht der Cookie-Banner so aus. Das sind jetzt die ganzen Einstellungen, die du vornehmen kannst. Du kannst hier oben deine Farbe wählen, deine Hauptfarbe wählen und einstellen, sondern das Logo links, rechts, blablabla, überall, was du gerne haben möchtest, kannst du hier einstellen. Wenn du das Ganze kaufst, kannst du auch ein Fullscreen-Banner aktivieren, das quasi erst deine Webseite zur Verfügung steht, wenn deine Benutzer die Webseite den Cookie-Banner aktiviert haben oder auch nicht. Gehen wir nun weiter zum Einstellen von Google Analytics. Unter Drittanbietern befindet sich, sobald der Cookie freigeschaltet hat, oben ab dem Header wird für deine gesamte Webseite dann dieser Snippet-Code von Google Analytics aktiviert. Hier siehst du auch wieder diesen kurzen Code, den Google Analytics braucht und weiß, welche Webseite jetzt überhaupt kontrolliert werden soll. Diesen Code habe ich einfach von Google Analytics, den ich hier finde, eingefügt, einfach mit der Maus komplett markiert, Steuerung C in den Zwischenspeicher kopiert, gehe auf die Webseite und Steuerung V werde ich alles einfügen. Wenn das soweit aktiviert ist, gehe ich hier einfach auf Änderung speichern. Nun werden die Daten deiner Webseite an Google weitergegeben, wenn deine Webseitenbesucher die Cookies gestartet haben. Kommen wir nun zum Einrichten des Facebook-Pixels. Bevor ich dir jetzt zeige, wie du an Facebook deine Webseitendaten schickst, möchte ich dich warnen. Die derzeitige Rechtslage ist umstritten, was Facebook angeht. Deshalb solltest du auf jeden Fall einen Anwalt beauftragen, der dir für deine Datenschutzerklärung hilft. Beginnen wir also nun, die Nutzungsdaten deiner Webseite an Facebook weiterzuleiten. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du deinen Facebook-Pixel auf deiner Webseite einrichtest. Dazu gehst du einfach über deinen Facebook-Business-Account, den du vorher erstellt hast, auf den Event-Manager und findest hier deinen Facebook-Pixel. Details, hier auf Einrichten, Pixel installieren. Manuell einfügen mache ich in der Regel, das wird dir schon hier vorgegeben, wo du einfach diesen Pixelcode einfach draufklicken, in die Zwischenablage kopierst
Und jetzt gelangst du hier zu zusätzlichen Codes-Einstellungen hier in dieses Menü und fügst das Ganze hier ein. Und auch hier wird der Facebook-Pixel erst aktiviert, sobald derjenige die Cookies freigegeben hat. Dann hinterher auf Speichern und schon ist dein Cookie sozusagen scharf. Sobald jetzt jemand also hier oben auf Zustimmen geklickt hat, wird automatisch der Pixel abgefeuert, von Facebook und Google Analytics aktiviert. Fertig! Später kannst du deine Zielgruppe von Google und Facebook anhand deiner Daten automatisiert ermitteln lassen und ähnliche Webseitenbesucher mit bezahlter Werbung auf deine Seite leiten. Dazu schau dir jetzt einfach das nächste Video an. Dankeschön für deine Zeit. Den Link zu meinem kostenlosen Leitfaden findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, möchte ich dich kurz bitten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach hier klicken. Dankeschön.